Unser Frühlingsmarkt hat geöffnet. Mit diesem Satz beginnt im Kindergarten des Phoenix-Förderzentrums die kognitiv-motorische Einheit am Vormittag. Seit 2009 spielen, toben und lernen hier Kinder ab 2 Jahren bis zum Eintritt in die Schule. Kinder mit und ohne Behinderung machen hier fast alles zusammen und sie besuchen die Kooperationseinrichtung täglich von 8 bis 15:30 Uhr. In den Kooperationsgruppen sind 8 heilpädagogische Plätze und 15 Plätze für Kinder ohne Beeinträchtigung. Die Kinder der beiden Gruppen werden abhängig von den Tagesaktivitäten getrennt oder zusammen und trotzdem auch individuell gefördert. Es ist ganz normal, dass sie den Tag gemeinsam verbringen und alle profitieren auch davon. Mehrere Fachkräfte fördern und betreuen die Kinder konduktiv den ganzen Tag lang. Erzieher, Therapeuten, Konduktoren, Heilpädagogen und Kinderpfleger arbeiten in einem transdisziplinären Team zusammen. Die Räumlichkeiten ermutigen die Kinder, ihre Welt zu erforschen. Die Ausstattung motiviert die Kinder zur Selbstständigkeit. Sie können selbst bestimmen, mit wem, wo und wie sie aktiv werden wollen. Außerdem wird auch die Unabhängigkeit von fremder Hilfe gefördert. Die speziellen Petü-Möbel geben die Möglichkeit, die Räume flexibel zu gestalten und zu verändern. Für jede Einheit des Tagesablaufs können sie umgestellt werden. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Kinder und ihr jeweiliges Lebensumfeld. Es ist ein Ort der Begegnung, des Lernens, der Sicherheit, der Unterstützung und der Wertschätzung. Das Ziel ist es, jedes Kind in seiner Selbstständigkeit zu fördern und bei der Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls zu unterstützen. Das Kind lernt, Beziehungen einzugehen und positiv zu gestalten. Konflikte kann es angemessen lösen, sich durchsetzen und seinen eigenen Weg gehen. Das ist ein großes Ziel der konduktiven Förderung. In verschiedenen konduktiven Einheiten werden unterschiedliche Körperfunktionen spielerisch erlernt, in Eigenaktivitäten umgesetzt und in Spieleinheiten lebensnah geübt. So wird der Bewegungsraum innerhalb kürzester Zeit zum Frühlingsmarkt umfunktioniert, wo die Kinder das Gelernte umsetzen, üben und festigen können. Sie lernen so früh wie möglich ein gemeinsames Leben von Behinderten mit nichtbehinderten Menschen mit gegenseitiger Wertschätzung. Vorurteile oder mangelnde Sensibilität für die Bedürfnisse schwächerer Menschen entstehen so erst gar nicht. Die gemeinsame Förderung in den Kooperationsgruppen kommt von der Erkenntnis, dass im frühen Kindesalter der Umgang zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern am natürlichsten ist. Dieser Leitgedanke wird in der konduktiven Pädagogik aufgenommen und in den Kooperationsgruppen umgesetzt.